besonders betroffene Bürger ihre Auswirkungen geschildert. Und das war schon sehr emotional. Insofern war das kein leichter Termin. Aber vielleicht konnte ich vermitteln, dass wir jetzt keine Politik betreiben mit dem Kopf durch die Wand, sondern dass wir eine ernsthafte Güterabwägung durchführen. Was ist wirklich notwendig für die Zukunft Bayerns und wie können wir uns dafür schützen, dass wir irreversibel für Generationen bayerische Heimat zerstören. Das ist die Güterabwägung. Sie haben sehr stark mit den Zahlen argumentiert und da reicht Ihnen das offensichtlich nicht aus, was die Wirtschaft, was insbesondere auch die FMG vorträgt. Wir haben ja die Zahlen der Gegenwart, die nicht manipulierbar sind. Das ist ja Status quo. Da liegen wir in den Flugbewegungen deutlich unter dem, was wir schon mal hatten. Und ja, mit der Prognose ist es immer so eine Sache. Jedenfalls reicht mir das, was ich da bisher habe, nicht aus. Denn es geht ja um einen großen Eingriff für die Menschen, für die Natur, für die Landschaft. Und einen solchen großen Eingriff muss man schon sehr, sehr transparent und belastbar gegenüber der Öffentlichkeit darlegen. Das geht nicht mit Allgemeinplätzen. Das muss schon belastbar sein.